gemacht, mit mir wo. Einer lacht, der andere geht zum Klo, es ist Karneval. Auf den Plätzen der Großstadt Schunkelmassen, in den Gassen spaliere beim Wasserlassen in der Session. Hallo und herzlich willkommen bei deinen Erklärens TV. Wir sind heute bei Stung 2020, haben gerade schon den ersten Teil perfekt in der Halle verfolgen können und wollen euch natürlich auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Wir sind gerade in der Pause und ja, neben uns sind die beiden Mitveranstalter, muss man ja mittlerweile sagen. Ist ja ein Verein Stung, so wie sich das gehört. Dominik, dieses Jahr Stung zum wievielten Mal? 9. Session. Meine Güte, also nächstes Jahr wird's rund. Nächstes Jahr wird 10, ja, wir freuen uns schon, ja. Aber ihr seid ja ein richtig eingespieltes Team, man merkt es immer wieder, also jeder weiß, was er zu tun hat. Dieses Jahr seid ihr aber sehr darauf fokussiert, auch das Publikum mit zu integrieren, ne? Es hat sich tatsächlich mehr zufällig so ergeben. Also wir hatten bei ein, zwei Nummern die Idee, das Publikum reinzuziehen, dann merkte man beim Schreiben, es bietet sich noch an anderen Stellen an. Es macht natürlich Spaß, ist so ein bisschen freier Flug, aber es macht echt Spaß und ich glaube, die Leute haben auch Spaß dran, ja. Jetzt haben wir Pause, man sieht schon, hier ist ein Wühltisch sozusagen an gesunder Ernährung, so wie ich das gehört. Was macht ihr in der Pause in der Regel? Nochmal durchschnaufen, weil das Programm müsste ja bekannt sein. Ne? Eigentlich kann man alles, aber jeder ist anders. Also mancher geht seinen Text nochmal durch, andere nicht. Und die 20 Minuten sind jetzt in der Pause, ist alles ganz entspannt. Also vorher merkst du hier wirklich die Anspannung, da haben wir euch auch nicht reingelassen. Aber jetzt in der Pause ist alles ganz entspannt eigentlich, weil man weiß, man ist jetzt irgendwie drin im Abend und ja, es ergibt sich dann. Ja. Wir können mal kurz bei der Band anhalten. So sieht das also aus. Wenn die Band Pause macht. Ne? Alkohol das ist auch im Karneval immer wichtig. In der Pause auch ständig. Okay. Anders schaffen wir Stunk nicht. Du bist doch schon fast so ein Gründungsmitglied, ne, der Stunk-Band, oder? Ja, seit Anfang an dabei, das ist korrekt. Und macht immer noch Spaß? Macht immer wieder Spaß, ja. Habt ihr denn viel Zeit, das vorzubereiten? Oder? Man gibt uns keine Zeit. Also die Band, die wird immer kurz vor knapp dazugeholt. Dann heißt es, hier sind die 30 Nummern. Also entscheidend ist, als guter Musiker geht das auch schnell. Ne? Ich läuft halt da raus. Ah, okay. Also, so ungefähr läuft das, ja. Okay, ja gut. Aber wir können ja alle mitsingen, dann unterstützen wir euch. Ja, das ist sehr vorteilhaft und darauf bauen wir auf. Okay. Es gelingt euch auf jeden Fall ganz gut. Also ich habe ja jetzt die erste Halbzeit im Publikum verfolgt, so wie sich das gehört. Ne? Also bis jetzt, vor allen Dingen, jeder hat dann auch auf den Nachbarplätzen gesagt, ah ja, guck mal, der Lehrer. Ne? Jetzt kommt natürlich dann alle aufstehen also, bei der Begrüßung. Da muss man sagen, wir haben bei Stunk den Vorteil, dass wir im Ensemble ungefähr so zusammengesetzt sind, wie das auch das Publikum ist. Das heißt, wir können, wenn im Ensemble eine Nummer durchfällt, dann wissen wir, dass es auch beim Publikum nicht ankommt und umgekehrt. Okay. Das heißt, also finde ich jetzt, wir haben sehr viele Lehrer im Ensemble, auch im Publikum. Ne? Ja. Da ist man gut vorbereitet. Ja. Da ist man gut vorbereitet. Ich fand es ja spannend. Ich finde ja, dass die Frauen im Karneval-Nummer, wenn ich das noch sagen darf, das ist unsere erste Stunk-Nummer, weil da haben wir wirklich etwas gemacht, wo die Leute gar nicht so wissen, darf ich jetzt klatschen überhaupt? Und das bringt die Leute so zum Nachdenken. Ich glaube, im Nachhinein, wenn die Leute nach Hause fahren und dann nochmal drüber nachdenken, dann macht das ziemlich viel aus, bewirkt auch was. Das ist eigentlich das, was richtiges Kabarett machen soll. Nicht so, ich sag mal, du bestätigst eine Meinung, die die Leute ohnehin schon mitbringen, Kabarett, sondern wirklich Kabarett, wo die Leute erstmal mit konfrontiert werden und gar nicht wissen, was zu tun ist. Das ist ja ein neues Bühnenbild, was wir zusammen mit dem Fred Feiter entwickelt haben. Zwar hatten wir letztes Jahr noch diese schöne Skyline von Erkelenz, die jeder wiedererkennt, aber der kam dann zu uns und sagte, der Stoff, der hängt irgendwie zu viele Falten, das muss anders. Und dann haben wir das schön hier gemacht mit dieser Lackfolie, mit den Luftballons, mit dem Ganzen. Und hier kann man auch mal hochgehen. Gerne. Das ist der Weg der Band und der Weg des Elberads. Ja. Hier sitzt der Dominik Merks, der Kapellmeister sozusagen. Dann kommen die ganz vielen Blechbläser und wir sehen immer den Elberad. Wobei der Elberad ja, wie der Wolli eben auch erzählt hatte, sehr oft mitspielt, mitwirkt. Mhm. Und deswegen haben wir hier diese Luftballons gemacht. Okay. Das sind Helium-Luftballons, die lassen die sozusagen steigen, wenn die nicht da sind. Damit man denkt, es sitzt nur einer da. Genau, also ich wage zu bezweifeln, dass das wirklich jemand denkt, aber ich finde, dann sieht es zumindest nicht leer aus. Okay. Und hier wird nicht getrunken, das sind Orden. Ah, das sind Orden, okay, ja, dieses, natürlich. Dieses Theaterbier, ne? Die altbekannte Ausrede. Das heißt, alles lagert an den Seiten. Ja, okay. Das sieht man ja von vorne nicht, aber man muss sich ziemlich gut auskennen und das auch ziemlich gut organisieren, damit das Requisitenteam dann zur richtigen Zeit
auch die richtigen Requisiten an die richtige Stelle schiebt. Das heißt, zum Ersten muss ich überall alles bekleben. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, steht da SAP-Staffel. Das war eben aus dieser Frauen im Karneval-Nummer. Ja, ja. Und da ist ein Schild. Dann gehen wir hier rüber. Gabione aus der ersten Nummer und so weiter und so weiter. Hier ist im Prinzip alles beklebt. Und dann gehen wir mal weiter rüber. Okay. Also professionelle Vorbereitung ist alles hier, ne? Genau. Und hier vorne sieht man zum Beispiel die Hauptrequisite. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist ein Schaufelradbagger von RWE. Der wird gleich, also der ist quasi irgendwie so befestigt. Keine Ahnung, wie das Requisitenteam das macht. Ja. Und der kann dann so auf die Bühne gleich gekippt werden in Windeseile während des Umbaus. Also nach 9 Jahren seid ihr auf jeden Fall im Fluss, ne? Ach, wir kriegen gerade das Zeichen, es geht weiter. Ja, perfekt. So, dann wollen wir auch gar nicht länger aufhalten. So. Viel Erfolg, wir sehen uns nach der Show. Und euch weiterhin viel Spaß bei Stunk 2020. Ciao. Hühner überall. Kasaner bringt Verweiher und Querbeet, spielen immer nur dasselbe Lied in der Session. Es ist Karneval.